Prolog. Okay. Hackett's Quarry für immer. Ungerne. Fucking ungerne. Soweit ich bis hier raus sehen kann. Sieht so aus, ne? Fucking Teenie Movie Horror Shit Intro. Camp Rock, nice. Established 1953. Und so. Wir sehen uns, Kids. Ja, yeah, Hackett's Quarry für immer. What the fuck, Alter? Overacting des Todes? Meine Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Zynisch, sie kommt drüber weg. Wer weiß. Zynisch. Der beste Horrorfilm ist eh Zombie-Schafe. Let's go. Nice. Zombie-Schafe. Ach, weißt du, ich meine... Ist ein Kids. Oh, Mann, die kommt schon drüber weg. Hast du dich gelaufen? So wie du über Emma. Kleines Spiegelei, vielen lieben Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Das ist ein sehr, sehr schöner Name. Ich hätte nie gedacht, dass ich so einen schönen Namen mal auf Twitch lesen darf. Ich hoffe, dir geht es gut. Das ist was anderes. Oh, du bist nicht deswegen mies drauf. Ich bin nicht mies. Also... Ernsthaft, wir hatten unsere Abschiedsnacht. Alles cool. Oh klar, so cool zu verdrängen, dass du deinen Bussi-Bären-Schnuppelzwerg nie wieder siehst. Du hast gelauscht? Ach, komm schon, durch diese Wände hört man jeden Floh husten. Okay, hab's kapiert. Okay. Don't cry, bitch. Was ist das? Hi, Emma. Hey. Ich hab mich in Emma gerade verliebt. Okay. Zu spät nun. Sie wird als erstes sterben, safe. Zum platzsparenden Packen, ja? Ah. Platz sparen, packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Ich wette, sie holt nicht ein Gepäckstück raus. Sie weiß nicht wie. Jake, Gepäck, vorwärts. War so klar. Der Wagen steht immer noch hier. Okay. Oder sollte ich Gepäck nehmen? Ach, drauf geschissen. Drauf geschissen. Lass sie doch erstmal überlegen. Okay, Entschuldigung, Tapsi. Wenn ihr wisst, was hier passiert ist. Liegt hier Blut rum oder so? Was ist da? Ach, ein Blatt. Okay, ich dachte, da liegt ein Ohr. In der Lokalzeitung, der Nordkill-Gesetz stand, dass der Premiere einige Heuballen Feuerfinger. Hey, was hörst du da? Interessant. Bessere Grafik als Real Life. Perfekt. Kommen wir mit zum Optiker direkt. Der labert einen Mist, Alter. Das ist jetzt die Frage, ist das nach dem Vorfall passiert oder davor? I don't know. So ein Scheiß. Hi. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Oh, ich war gerade beim Reparieren der Tür. Sie... Dylan, komm schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus. Komm. Was? Oh, die Tür geht rein. Dylan, hey. Sorry, Bro. Cool, danke. Was ist das denn für ein Huso-Move? Ich kletter durchs Fenster rein. Ich will ein Kind von Jacob. Okay. Das ist okay für mich. Da hinten ist noch ein Haus, okay.
Ich wette, hier gibt es auch noch einen See und so eine Scheiße und wir... Ach, da vorne ist der See, perfekt. Genau am See natürlich. Kann ich da hingehen? Ich habe Angst. Die Kinder sind scheinbar gerade weggefahren. Dann muss das Camp ja schon wieder vorbei sein. Gute Frage, nächste Frage. Boah. Mann, Alter. Fick dich, du Spinnaffe. Alter. Oh, okay. Zerquetschen. Wir lassen die am Leben. Wenn man Spinnen tötet, zieht das weitere Spinnen an. Das ist nicht gut. Das machen wir nicht. Die Pheromone, die freigesetzt werden, auch wenn du gebissen wirst, was sie wahrscheinlich getan hätte, zieht weitere Spinnen an. Das machen wir nicht. Dann komme ich nächstes Jahr nochmal. Okay, Sharky. Perfekt. Schade, ich will den See angucken. Du solltest den Wald niederbrennen, nur um sicher zu gehen. Nice. Das ist krass, dass man so nah an die Dinge herangehen muss, damit man hier die Hinweise entdeckt. Oh, hey. Nasenpiercing. Oh, cringe. Nasenpiercing einfach um den Arm gesteckt. Weg gewählt? What the fuck? Ich durfte mich nicht mal entscheiden, das wegzuschmeißen. Angelus, ja. Das passiert bei Wespen und nicht bei Spinnen. Doch, auch bei Spinnen. Safe. Google it oder so. Sie hat noch nicht ein Gepäck ausgepackt. Wer? Was denkst du denn? Dann finde einen anderen Weg. Nutz mal dein Köpfchen. Duke, google einfach. Wann machst du nochmal deine Rundreise? Wahrscheinlich gar nicht mehr. Es fahren zu viele Leute mit dem Zug, die Zahlen steigen schon wieder, es ist cringe. Bin ich in Stimmung. Alle kriegen schon wieder Corona. I don't know, ich hab keinen Bock. Die Leute kriegen zum Teil auch zum zweiten Mal Corona. Ich muss wahrscheinlich durchs Fenster rein an der Seite, maybe? Weiß nicht. Sagte sie und denkt weiter über das Gepäck nach. Genau so nämlich. Klingt doch logisch, dass Tiere dorthin gelockt werden, wo andere Tiere sterben. Warum sollte das nicht stimmen? Ah, ich wusste es. Ich will nicht mehr an den See. Oh, Held! Okay. Statt die Tür aufzumachen, erstmal ein Buch lesen. Horror. Ich hasse Horror. Bro, wenn du wüsstest. Cringe. Wenn du wüsstest. Kann ich hier um die Ecke noch? Geht's hier noch weiter? Nee. Oh mein Gott, ist das groß! Natürlich ist die Treppe vollgestellt, ist das dumm. Aber tragen doch alle eine Maske und sind doch so viele geimpft. Die Impfungen sind zum größten Teil schon wieder nicht mehr wirksam und bei uns trägt keiner eine Maske. Es ist cringe. Nur in den Zügen. In den Zügen müssen Masken getragen werden. Aber nicht alle halten sich dran. Ach so, die wollen einpacken oder was? Ah, jetzt verstehe ich's. Hä? Deswegen ist der Bus auch weggefahren. Okay, ich bin so lost, holy shit. Sie denkt immer noch über das Gepäck nach. Ich raste aus. Hab's Gepäck. Endlich. Und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh. Was sich neckt, das liebt sich. Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder?
defensiv. Halt dich raus. Was ist mit dir? Verspielt. Was ist mit dir? Oh, okay. Jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Michael schlagen Kopf im Nacken. Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe. Nein. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Ich wusste es. Sexy? Ah ja. Verschmitzt. Oh, das ist so ein dummes Wort, ne? Wer von euch sagt verschmitzt? Ich sag höchstens verschwitzt, wenn ich auf Toilette war. Ah, sexy, hä? Huh? Der Hotteste im Camp, ganz klar. Okay, sicher. Logisch, wir haben die Reihenfolge unter uns Mädels ausdiskutiert, demokratisch. Sie ist Ryan, ich natürlich, dann Dylan, Emma, Abby. Okay. Nick und dann Mr. H. Spinnbisse, Duke. Hast du sie gleich durch, bitte? Ja, das war's. Das waren alle. Sie hat dich einfach abserviert, hä? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla bla bla. Und mein Argument war so, was ist mit Fernbeziehung? Bla 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 bla. Und sie dann so... Hallo Ayato, wie geht's dir? Sogar mit dem Blick, hä? Tja, Computer sagt nein. Wie war die Abschlussfeier? Sie hat echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Wie macht sie das nur? Vielleicht stehe ich drauf. Okay. Es ist nur ein Flirt. Tapfer. Geschlagen, wir geben uns geschlagen. Wir geben uns einfach geschlagen. Okay, meinetwegen. Vielleicht hast du recht und sie hat mich wirklich so im Griff, wie du sagst. Aber weißt du, vielleicht stehe ich drauf. Oh, steht drauf. Check. Total gesunde Sache. Check. Oh, okay. Wow, da kommt so eine Wolke von Eifersucht rüber. Wie bitte? Ich sag ja nur, manche Mädels haben wohl nicht genug Mumm für den Big Boss. Du bist so ein Schwätzer, weißt du? Cringe. Sie steht auf ihn. Ermutigend, Gelegenheit nutzen, zuversichtlich, kann sein. Sex. Mal Sex wählen. Ich verstehe halt nur nicht, warum du es nie versucht hast bei Ryan. Zeig mal die Initiative. Es ergab sich halt keine Gelegenheit. Ja, wenn du auf die Gelegenheit wartest. Du musst dem Schicksal auf die Sprünge helfen. Oh klar, wäre ich ihm mal den ganzen Sommer hinterhergerannt, nur damit es heute sowieso vorbei wäre. Okay. Du wirst mir nicht fehlen, Caitlin. Perfekt. Okay, und diese... Dann halt nicht. ...bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Und? Bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul. So ein Van in einem Horrorfilm. Okay, also, rein hypothetisch, wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn die hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Ist er cringe oder so? Was ist sein Problem? Das werden wir ja sehen. Ich will das nicht. Spritzufuhrkappen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir relativ easy reparieren können. Wenn wir sterben und wir den Verteiler verstecken, finden wir den wahrscheinlich nie wieder. Ich gehe mal mit der Spritzufuhr. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Gar nichts. Nur eine Spritzufuhr gekappt. Oh, das sieht wichtig aus. Katie, das war echt schlecht. Ja, wenn das ganze Benzin rausgelaufen ist. Okay, wir sitzen hier für immer fest. Hier oben, Leute. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob. Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht. Hier, fang. Oh, Nick!
Boom! Oh, wie geil ist das? Oh, Mann, guter Fang. Freak. Das ist wirklich cringe. Hätte ich bloß Kohle dabei. Freaks. Ihr seid allesamt Freaks. Oh, endlich. Ich verstehe ja den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wär's zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Böse. Ganz ehrlich? Er sieht aus wie Orange Morange, ein bisschen. Und der andere, der sieht aus wie jemand, der nie Freunde hatte, einen Arsch voll kriegt und jetzt ist er einmal im Camp mit anderen und dachte sich, okay, das ist meine Chance. Jetzt zeige ich allen, wie cool ich bin. Ha, du bist ein Dulli, ha, du wurdest abserviert. Oh, ich raste aus, alle, die gehen mir so auf den Sack. Freundlich, wenigstens hatte ich eine Beziehung. Genervt, halt's Maul. Wir sind genervt. Pisser, halt's Maul. Hey, sorry, ich... Peace und so, Mann, ich wollte dich nicht beleidigen. Sind alle bereit? Fertig, so regelt man das. Wo sind denn die anderen? Warum fragst du mich? Du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt Nick, du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja, träum weiter, Junior. Ich bin so gespannt, ne? Der Sprit ist safe leer. Und wir können Emma einfach nicht flachlegen. Sie hat einfach schon jemand anderes. Und wahrscheinlich ist es Silke Sölkerling. Auf den steht jedes Girl. Who this? Camperton, Abigail. Abigail. Es war klar, in jedem amerikanischen Film muss eine Abigail oder eine Abby mitspielen. Oder im Spiel. Ola, warum grinst du so creepy? Bonte, der hat sich gefreut, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Hallo, Mantis. Hallo, Partymaus. Die Linke. Status Bericht. Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp, hopp. Mach nach unten. Ich hau daneben, ich bin uncool. Zu lahm. Echt jetzt? Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Taschen dalassen, einbrechen. Zack, wir werden umgebracht, einbrechen. Wir gehen rein. Okay, legen wir los. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Mr. Hackett, der fährt es eh. Na und? Er wird glauben, es war ein Bär oder sowas. Guckt sie auf die Schulter beim Sprechen? Gesehen. Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Dein Punkt. Na gut, dann mal los. Auf drei. Eins. Zwei. Drei! Oh. Alles wird möglich. Ich glaube, es werden alle sterben. Wieso höre ich auf dich? Weil ich immer recht habe. Und du bist sicher, die denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör auf. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schaue mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. Ich will mich nicht umschauen. Oh. Das war doch Klein Izzy's. Das sieht gesund aus. Ich will ein Spiel. Das ist für Until Dawn, ja. Das ist unoffizieller Nachfolger. Mitnehmen. Da lassen. Das Ding ist so cursed. Das ist so besessen. Wir nehmen es mit. Du gehst zurück zu Izzy. Alleine umschauen ist immer eine gute Idee im Horrorfilm. Ja. Ja, ja, ja. Mantis, by the way, ich habe meinen Stream nochmal angeguckt und du hattest so viele Bits gespendet. Ich habe nicht einmal Danke gesagt. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich danke dir für den Support. Das war actually cringe von mir. Ich hatte richtig ein schlechtes Gewissen.
das letzte Mal. Ich habe ja alles überlesen und nicht gehört und so. Das war ja richtig dumm. Was haben wir hier? Ihr Gesicht sieht etwas schief aus. Kann das sein? Perfekt, unperfekt, würde ich sagen. Das mag ich. Aber ja, irgendwie ist das so ein bisschen... Klingt bekloppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Die lausige Federung? Okay, okay. Oh, was liegt da? Freakshow? Dieser Ort machte Schlagzeilen? Goes up in flames. Oh, okay. Ein Ausschnitt aus einer Lokalzeitung der Northkill Gazette. Sieht nicht gerade aktuell aus. Da steht etwas über einen Brand. War das hier ein Hackett's Quarry? Quarry? Aber das Game sieht actually nice aus. Ich mag's. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das auch auf hohen Grafik-Settings spielen können. Es sieht echt sehr, sehr gut aus. Die Steine sehen fast aus wie bei Lego Star Wars, wollte ich fast sagen. Wie bei Star Wars Battlefront 2. Holy shit. Ich mag Abigail. Die ist cute. Ich mag ihre Haare actually. Können wir in die anderen Räume auch einbrechen einfach? Nee. Okay. Ihr Rucksack ist so süß. Show me. Das ist einfach eine Fledermaus. Das ist schon cool, ja? Vielen. Nice. Dylan wird sich nicht freuen, dass die Kids den Lügen gelassen haben. What the fuck ist das laut? Eine Aufnahme des Lieds von Hackett's Quarry Camp. Aus alten Zeiten. Die Technologie hat sich weiterentwickelt, aber der Song ist unverändert. Nee, der Song hat sich auch weiterentwickelt. The fuck? Ich sage es Chris, wenn wir ihn sehen. Batwoman, let's go. Sollten wir da hinten hingehen? Wo sind die Gesichter in den Steinen? Ah, da. Genau da in der Mitte gerade. Das ist Mount Rushmore, actually. Es ist Batwoman, okay. Rush Mountmore. Und in welchem Bundesstaat ist der? Das wird seltsam ohne Dylans Morgenansagen auf. Oregon. Oregano. Viola, es tut mir leid. She pretty, ich mag sie auch. Okay, jetzt habe ich sie gelesen. Nö, Shaggy, es war auch ein Witz. Wir sind hier nicht bei GeoGuessr, okay? Hey, lass das sein. Wie kann man so ein Tierhasser sein? Okay, okay, okay. Ankylios, einen wunderschönen, grüß dich. Ist es hier so warm oder liegt das an Silke? Das liegt an Abigail. Cause she hot. Mit ihrem süßen Fledermausrucksack. Nils, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Bitte setzen Sie sich hin, machen Sie sich's gemütlich. Popcorn sollte es auch gleich geben. Es kommt gleich jemand vorbei, der Ihnen was anbietet. Und genießen Sie den Film. Abigail, genau so. Habe ich das nicht gesagt? Der ist gut. Lass sie nicht sterben. I try my best, wirklich. Aber ich glaube, wir werden jeden Einzelnen umbringen, weil ich mich immer falsch entscheide. Emma hat mich genauso um den Finger gewickelt wie Jacob.
Safe. Immer wenn ich sehe, dass Emma und Abigail sich küssen, wächst etwas über meinen Nüssen. Holy shit, ich hör auf. Okay. Riola, genau. Enthusiastisch, los geht's. Unsicher noch nicht, rein da. Los geht's. Das Game sieht richtig nice aus, ja, auf jeden Fall. Komm, fahr mich zurück. Das ist gar nicht das Spiel oben rechts. Okay. Perfekt. Du bist immer so dramatisch, anstrengend, selbstsicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Da wächst ein Redwood. Redwood, heißen die so? Eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Ich auch, Bonte. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Entschuldigung, Patty, meine ich ja. Wow, 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 wow! Oh. Gut gelenkt, Cowgirl. Verflinkst. Ich schwöre, wäre ich über den Huckel gefahren, wäre sie rausgeflogen. Ich gebe ihm eine Berg runtergefallen. Und dann ist er am Ende ein Idiot, wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Aber... Das spielt in New York. Zu euch. State? Ah, okay. Du und Nick. Das ist halt Blue Woods. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich habe seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Ich finde die auch cute. Oh, ich mag auch ihr Acting. Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Okay. Ich glaube, von Abby will ich auch ein Kind. Sophiechen? Gönn dir. Gönn dir einfach alle. Wir fahren zurück zur Lodge. Ich mach keinen Umweg. Daumen runter. Sie warten alle. Kein Like von Emma. Nick wird schon nicht gehen, ohne sich zu verabschieden. Scheiße, Abby! Wir fahren keine Tiere um. Sorry, kleiner Kerl. Mein Mädchen will einen Typen zu einem Date einladen. Ist ihr erstes Mal. Emma! Das ist eine Nuss, die sie knacken muss. Ich schmeiße dich gleich aus der Karre. Ist ein gutes Recht. Fast hättest du Sandy erwischt. Dann wär's nicht mehr Sandy Cheeks, sondern eher Sandy Queech. Okay, der war schlecht. 18:01, Dylan. Mal Jacob, ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also... Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein. Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. Elch, bevor wir fahren. Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Wir hatten keinen Sex. Na, ich stehe auf dich, Nick. Glaub mir nicht. Glaub ihr, meine ich. Nicht. Was? Hä? Nur noch das Gepäck da hochhieven. Quasi ein wunderschön. Hier, was geht ab, Mann? Wie geht's dir? Lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich... Also, das wäre kein Ding. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Was? Cool. Voll genervt. Anstupsen. Helf ihr. Hallo. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Danke. Luca, mach das. Aua, mein Topf. Hör doch mal auf. Es reicht, Stacy.
süß. Stacy, was geht? Wie geht's dir? Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ja, ich hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Geht's um mich? Lass andere in Frieden mit deinen scheiß Podcasts. Liebe sie. Leola, ich liebe sie. Geht's um mich? Freundlich. Was ist daran freundlich? Das ist komplett dumm. Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast über dich? Okay, wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre Holt euch den Look und miecht wie ein Po. Ja, hab ich schon, Anna. Oh Gott, du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die was von wessen was für ein Ding? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Wenn jetzt noch einmal gesagt wird, Hexe von Hackett's Quarry, glaube ich, dass es wahr ist, dass es sie gibt. Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist ein... Er ist selber drei, wollte ich nur mal gesagt haben. Angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren ankrepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern. Und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen... Das ist Judas Oma. ...zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich. Oder so. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Jetzt bleiben wir noch eine Nacht da wegen Jacob. Ich raste aus. Ihr hättet die Kids sehen sollen. Ich raste aus. Okay. Besser als deine. Oder vielleicht ist ihr Sohn Neve und wurde im Wanderzirkus als behaartester Mensch auf der Welt vermarktet. Was eine Freakshow. Ohne Scheiß, Leute. Ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen. Gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Ray, wie geht's dir denn? Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Den kenne ich doch auch. Emotional Damage. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das oh, auch nice Theorie, Timo. Mein Gott. Die kommen mir alle so bekannt vor, das sind alles bekannte Schauspieler. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Mega nice. Dann nochmal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Definitiv. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes für unterwegs. Nein, geht nicht. Freut mich, Ray. Nice. Wolfie ist auch ein ganz, ganz lieber. Wirklich. Ich liebe Wolfie. Manchmal. Ganz manchmal nur, wenn er nicht gerade rumklopft. Verständnisvoll, kein Problem. Das ist uncool. Kein Problem. Wir mögen Mr. H. Cool, cool. Ja. Kein Problem. Gut, Mann. Halb so wild kannst bei mir mithören. Ich guck gerade alle durch und hab nichts von dem gesehen, wo die alle drin waren. Krass. Okay. Mr. H. Du, Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, ja. Okay. Oh, sorry. Hallo?
Podcast anhören, lauschen. Oh, fuck me. Was soll das? Detective Pikachu. Alloy. Ich muss aufpassen, sonst. Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön knapp. Wir wollen noch nicht. Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir. Das hält uns doch nur auf. Du weißt, ich weiß es. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Moin, Meise! Moin, Meise! Biest, was geht ab, Mann? Wie geht's dir? Yuki, der muss dann aber auch Hamsterbacken haben, bitte. Ich wollte nicht lauschen. Ich hab nur gewartet. Wer furzt hier rum? Ich meine, ich hab gehört. Ich hab nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, bloß komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid. Cringe. Haben Sie so etwas schon mal gehört? Bonte, ich probier's. Viel Spaß. Es ist in der Nähe der Rocky Mountains geschehen, in den 90ern. Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Baby Yoda machen. Also, lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne? Meine Mom ist eigentlich nie da. Und ich hab gar nichts gemacht. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Kacke. Wen retten? Ja, hätte ich retten können. Glaube schon. Ich hätte einfach wegfahren sollen. Ich glaube schon. Das ist wichtig für mich. Alles okay. Wie ist bei mir? Ist alles gut. Das freut mich, nice. Ja. Ich wette, wenn ich jetzt frustriert mache, das ist wichtig für mich, dann wird er sauer oder so und schlägt mich. Der hat dann noch Kuchen an der Lippe. Ist bei dir alles okay? Heißes Date heute Nacht? Oh Mann. Hast du eine Ahnung? Ja, heißes Date mit einem Mörder bestimmt oder so. Was wolltest du von mir? Ich finde, du bist super als Betreuer, Ryan, weißt du? Einer von den Guten. Aber weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie drei. Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das ich liebe es. Nicht klar. Versteh doch, zahlen die Kids vom Sommercamp zu vergraulen, ist schlecht fürs Business. Also bitte, spar dir die Grusel-Stories. Wolf, ich liebe dich. Entschuldigen, das wusste ich nicht. Nur so eine Story, gleichgültig. Wir entschuldigen uns. Sorry, dass es so ernst ist. Wusste ich nicht. Keine deiner Handlungen bleibt ohne Folgen. Das muss dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Ja. Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Ist das? Dein Arsch. Ja, kennt ihr denn Kumbaya nicht mehr? Gibt's nicht. Ich werd älter als meine eigenen Klischees. Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Oh, okay, das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Wieso? Verständnisvoll, logisch. Wissbegierig. Wir gehen rein. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Ja. Gib mir eine Minute. Er weiß auch Bescheid, glaube ich auch. Er steckt da mit drinne. Guter Gott, verdammt, wo sind sie? Ja, Angelus, das hätte mich jetzt auch gewundert. Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Shortplatz außerhalb der Saison und Kaylee weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich.
Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Am I right? Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Es hat niemand geholfen. Ich war der Einzige, der das Gepäck getragen hat. Was ist... Mann, die sind alle so frech. Alle so frech, wirklich. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Ah, oh, da sind sie. Aha. Jetzt aber zack ich. Der gute alte Schlüsseltee. Der wollte sich, glaube ich, Schlüsselersalze machen. Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, ich bedanke mich nicht dafür. Hast und wir noch nicht. Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Okay, okay. Dafür hat er 5000 Euro gekriegt, dass er das sagt. Irgendwie sind die Movements manchmal weird. Das ist bei den Games schon immer so. Die Animationen sind sehr, sehr hakelig manchmal und so und sehr gescriptet. Aber das, da gewöhnt man sich dran. Auch die Augen, die gucken sich oft nicht richtig in die Augen und so. Aber dafür ist es trotzdem von der Atmosphäre immer sehr, sehr geil. Deswegen sehe ich da einfach drüber hinweg. Fellow kids. Nice. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut, dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Ja. Also los geht's. Voll die Spritlache unterm Auto, keiner sieht's. Was ist denn? Oh, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Elch. Ja, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide. Shit. Komm okay, schon, komm Alter, schon. Chill. Chill, Alter. Heilige Sch... Alle weg von hier! Los, los, los! Jacob, oh, warte, 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 warte! Wenn der Wagen nicht anspringt, dann hast du ungefähr nach maximal einer Minute geht der Anlasser schon im Arsch. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Anlasser ja, kaputt bricht, sozusagen, weil der Wagen einfach nicht mehr genug Kraft kriegt. Der brennt niemals ab. Der Wagen hat ja nicht mal Sprit gezogen oder so, oder? Oder würde der, angenommen, wir nehmen die Dings raus. Dadurch, dass der Luft zieht und Benzin vielleicht noch dran ist und Luft dran kommt, der Funke, könnte sein. Aber würde der Wagen so brennen? Seien wir ehrlich? Die Funken sind ja in den Zylindern. Dann hätten wir vielleicht die Verteiler-Dings wegnehmen sollen. Dann wäre der Wagen nicht abgebrannt. I don't know. Ach, I don't know. I don't know. Mach das! Oh Mist, Alter, ich wollte nur helfen. Okay, okay, okay. Okay. Unrealistisch, aber halt cool, ja. Okay, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Es ist jedes Jahr diese Nacht wahrscheinlich. Bei Vollmond, wenn mein Arsch auf 12 schlägt. Auf deine 12 schlägt. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Nö. No. Vergeil. Loser. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Jetzt bringt er ihm ganz kurz bei, wie man richtig Baseball spielt. Son and Dad Moment.
Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Oh shit, wir werden alle sterben. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Ja, raus mit der Sprache. Wir ziehen's Warte, jetzt. Wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen? Wieso? Wo bist du hin? Ryan, ich bitte dich, vertraue. Der verpisst sich jetzt, ja. Dennis, auf jeden. Ich vertraue dir auch. Grüß dich, ein wunderschön. Kannst du das? Schließ die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Sei leise! Miep, miep! Hund. Der ist ja richtig drauf, der hat richtig Bock. Also, was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich! Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Oder wir können dich gleich mal richtig durchnehmen, du Arsch. Wir machen, was Chris gesagt hat. Was soll das werden? Ach, komm. Es ist eh schon längst scheißegal, oder? Ich wette, wenn ich jetzt beharrlich bin, dann werde ich als dummer dargestellt oder so. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich denke viel zu viel nach. Egal, die gehen mir eh alle auf den Sack. Was soll das werden? Kein Mr. Hackett oder kreischende Kids. Nur ein Haufen Erwachsene. Ihr halt mal so richtig die Sau. Keine kreischende Kids. Und Mara schreit hier rum wie eine Irre. Ich raste aus. Wirklich. Oh, mein Herz. Was zum Teufel, dieses fucking Timing. Mara, halt dein Maul. Oh, geile Idee. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay, okay, okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Okay. Ich lasse euch noch entscheiden, Tapsi, keine Sorge. Oh, Alter. Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Ich liebe es. Bleiben Sie ruhig, bitte. Als ob es zur Diskussion steht. Ja, ganz ruhig. Hey, okay. Was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien es wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Ja, warum? Silke, so frech. Du warst frech, ganz ehrlich. Ich glaube, er hat Schiss. Er macht sich Sorgen um uns. Oh, ich glaube, er hat Schiss. Ihr Blickse. Ja, true. Also ich würde mich auch an den Rat des Rangers halten. Ich hätte mich an den Rädern des Rangers festgehalten, actually. Nee, ich will. Dass er uns Angst machen will, Jacob. Ich glaube, er hat echt Schiss vor irgendwas. So ein Scheiß. Mara, du bist frech. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. So sein, Leute. Danke für die Bits. Jetzt zier dich nicht so, Mann. Komm, eine letzte Nacht. Ja, Alter, aber er erfährt's nie. Ich hab's versprochen. Nee. Komm, Ryan, Bus bauen. Ja. Ist schon gut. Wir haben's kapiert. Schon klar. Du willst brav sein für Daddy. Nice. Ich dir das scheiße. Fresse, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Blick. Er schlägt gleich. Wollen wir ihn schlagen? Duke, das war klar. Sharky, bist du da? Ich mag gerade nicht raus skippen. Ja, bin ich. Magst du eine Umfrage machen? Mit defensiv oder abweisend? Das wäre sehr, sehr lieb von dir. Ich mag nicht aus dem Spiel rausskippen. 7 für defensiv, 11 für abweisend. Wir werden alle sterben. Okay. Fresse, Mann. Ist schon okay, Mann. Vertrau mir. Es wird ganz chillig. Ja. Okay, Hacketiere. All dead. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Hanna, ganz ruhig. Daddy,
ihr geht Feuerholz besorgen. Das war's. Perfekt. Plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuchen unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's. Leute, wir haben jetzt Spaß. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Der Rand ist gut da unten. Der gefällt mir unter dem Zielfernrohr. Oh, what the fuck, Mann. Oh nein. Sind das so Rednecks? Oder Hillybillies? Man kommt um diese Party anscheinend nicht rum. Es kann sein, ja. Oh, erstmal einen schönen Schluck Blut. Mm. Channing Tatum ist auch mit am Start. Also nicht er, sondern der andere mit der Cappy. Perfekt. Teenie Hassa, safe. Jagdsaison ist eröffnet. Ich glaube, der mag nur seine eigenen Inzuchtkinder. Hunting Season, perfekt. Holy shit, Alter. Wood Smash. Perfekt. Danke für deine 50 Scheißbits, by the way. Ich weine schon wieder. Guter Sonnenschutz, oder? Finde ich auch. Hast du gut erkannt. Ich hab gehofft, dass du zurückkommst zu mir. Lass sehen, was du hast. Ich weiß nicht, welches Auge ich gucken soll. Keine Karte. Du wirst dich umsehen müssen. Bring mir Karten und ich helfe dir. Wo ich herkomme, hilft man sich gegenseitig. Ich schätze mal, ich muss echt eine Karte finden irgendwo. Bitte. Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Was weiß ich einfach. Du gehst besser los. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Und suche nach meinen Karten. Landkarte? Ich glaube Tarotkarten, tatsächlich.